Ich muss Ihnen was zeigen, aber vorher müssen Sie schwören, niemandem etwas davon zu sagen. Das versteht sich von selbst. Ich unterliege der ärztlichen Schweigepflicht, aber wir hatten keinen Termin heute, soweit ich weiß. Es ist gestern Morgen ganz plötzlich aufgetreten. Und außerdem tut es jetzt weh. KinoCast. Hallo und willkommen hier zur neuen Ausgabe vom KinoCast. Mit mir im Studio ist die Kate. Hallo Kate. Hallo. Hallo. Und hallo. Ich bin der Erik, wie immer. Und wir haben für euch ein paar Filme mitgebracht, ein paar Serien. Wir werden die Gewinner auslosen von unseren Gewinnspielen, die ja noch am Laufen waren. Und mal gucken, was uns noch so einfällt. Ich werde mal ein bisschen vielleicht noch von den vergangenen Tagen und Wochen berichten. Es gab ja quasi ein bisschen Unregelmäßigkeiten mit der Sendung jetzt und wir waren ja ein bisschen unterwegs und alles. Ne? Kann man ja mal in dem allgemeinen Teil nochmal drüber berichten. Aber zuallererst ist die Kate dran, denn die war nämlich vergangenen Montag in der Sneak, wo ich mal nicht mitgegangen bin, weil ich dann Dienstag relativ zeitig früh los musste und einen stressigen Tag vorausgesehen habe, der ziemlich lange geht, was dann tatsächlich auch so war. Und da war ich echt froh, dass ich nicht bis abends um 11 in der Sneak war vorher. Welchen Film hattest du in der Sneak Preview gesehen? Es kam mein neues bestes Stück. Das ist eine französisch-belgische Komödie. Oh, war meine Lieblingsschauspielerin dabei. Wie heißt sie denn? Ich glaube aber nicht. Die heißt, das fällt mir gerade nicht ein. Ich glaube es nicht. Es war, glaube ich, mehr französisch als wie belgisch. Ich weiß gar nicht, wo da der belgische Einfluss herkam. Vielleicht irgendeine Schauspielerin, die belgisch war, keine Ahnung, oder Schauspieler. Worum geht's? Es geht um eine junge Frau, die heißt Jeanne. Die ist frisch geschieden und hat das geteilte Sorgerecht mit ihrem Ex-Mann für die beiden kleinen Kinder und arbeitet in so einer Art Architekturbüro und die planen irgendwie so eine Schule, die, glaube ich, komplett aus erneuerbaren Energien ist. Oh, und sie ist da so quasi so the head of und muss das alles planen und sie ist Ingenieurin, das wird irgendwie nicht so ganz klar, die arbeitet da halt. Und sie fühlt sich ganz schön angepisst von ihren Kollegen, die immer mit allem durchkommen und natürlich auch von ihrem Ex-Mann. Fühlt sie sich betrogen und hat einen Hass auf die Männerwelt und ist ja eh sowieso der Meinung, dass das alles nur daran liegt, dass sie einen Penis zwischen den Beinen haben. Und wie es halt so kommt, sie wacht am nächsten Morgen auf und hat einen selbigen selber plötzlich. Nein. Ja, doch. Körpertauschkomödie, also tauscht sie mit einem anderen oder sie ist immer noch sie selber, ganz genau. Nur, dass sie halt ein zusätzliches Geschlechtsteil hat und sie ist erstmal komplett von der Rolle. Das ist wirklich anstrengend, fast schon. Die ist komplett durchgedreht, geht dann erstmal zu ihrem Gynäkologen. Der wird übrigens gespielt von Christian Clavier, den, glaube ich, du sehr magst. Ja, und ja. Monsieur Claude und seine Töchter. Genau, richtig. Der macht das eigentlich auch ganz charmant. Ich finde, das ist noch der Beste und der hat nur eine Nebenrolle. Und versucht ihr irgendwie, sie zu beruhigen und das wird schon alles gut und er wird sich damit befassen und das kriegen wir schon alles wieder hin. Aber er weiß halt selber nicht genau, was er damit jetzt anfangen soll. Und sie sieht sich halt damit konfrontiert und muss aber irgendwie ihr Leben damit jetzt erstmal klarkommen. Und darum geht es in dem Film. Also was das aus ihr macht und was für ein Mensch sie werden könnte. Und dann natürlich auch die Frage, geht es irgendwann wieder weg? So plötzlich, wie es kam. Und das alles auf eine sehr, sehr französische Art und Weise. Also die Franzosen haben einen sehr eigenen Humor und das ist an sich auch gut so, aber man muss ihn mögen. Ich mochte den Film jetzt nicht so. Das klingt auch sehr, so der Hit. Das klingt auch sehr nach, ja, ich kann mir da so die schlimmste Art von Humor vorstellen in dem Film, dass ihr dann früh erstmal aufwacht und dann Und ja, sie tickt halt erstmal komplett aus,
Ja, sie muss irgendwie sogar muss auf Toilette und hat aber echt ein Problem, das Ding anzufassen und versucht dann quasi auf Toilette zu gehen, ohne das Ding zu berühren. Geht sie auf die Männertoilette Und oder auf die Frauentoilette bei dann? sich zu Hause Ach erstmal. so, okay. Da gibt es ja zum Glück nur das eine Klo. Und das ist sehr abstrus dann, wie sie da dann auf dem Klo hockt. Das ist alles so. Irgendwann, klar, irgendwann gewöhnt sie sich so ein bisschen dran, aber das ist. Immer wenn du das denkst, der Film, jetzt ist er okay, jetzt geht's noch, dann übertreibt er wieder. Und ist wieder der Typ, diese typische französische Komödie all over the top. Und es hat alles ein bisschen anstrengend auch. Die Schauspielerin selber, ich kannte sie nicht, also Jeanne wird gespielt von Audrey Dana. Kannte ich jetzt bisher noch nicht. Die ist eigentlich echt eine Hübsche. Also, wenn man sich den Film mal so durchgeguckt hat, die wird auch immer hübscher vom Gefühl her. Wenn die sich herrichtet und die Haare richtig schön machen, so, da ist sie richtig hübsch. Aber in den Zeiten, wo sie halt total durchdreht, da fragt man sich wirklich, oh Gott, was ist hysterische Monster? Ja, also die hat so ewig lange Haare und die sind dann kreuz und quer und verknotet und die sieht aus wie, keine Ahnung. Und dann kommt zum Schluss eine hübsche Frau bei rum. Es ist alles sehr, sehr durcheinander und sehr verquer in dem Film. Hat sie denn einen Freund eigentlich? Oder Nein. also gibt es da mal eine schlimme Enthüllung im Bett oder was? Oder? Naja, es gibt wohl so eine Art Typen, den sie ganz gut findet. Das läuft auch so ein bisschen nebenher im Film. Und quasi, ich kann es nicht sagen, sonst spoilere ich das Ende. Es gibt quasi sowas Ähnliches wie eine Enthüllung. Aber das ist, kann ich jetzt nicht im Detail erzählen, weil sonst ist das Ende verraten. Und Passiert da irgendwas, dass sie, was weiß ich, hier bei diversen Körpertauschkomödien, da gibt es ja meistens irgend so einen Moment, wo dann irgendjemand wutentbrannt schreit, ja, wenn du mal in meinem Körper stecken würdest, dann passiert da irgend sowas, dass sie das sich irgendwie wünscht oder dass sie das laut äußert und dann passiert es oder Nee. nee. In dem Fall jetzt nicht. Es gibt so für sie so einen kleinen Aha-Moment, als sie mit den Baustellenmitarbeitern zusammensteht. Die essen gerade ihr Frühstück und trinken Kaffee und reden so über ihre Frauen. Und sie steht dann halt dabei und kriegt es so mit und merkt dann eigentlich so mal auch von der Seite der Männer, wie die ihr Leben so sehen. Und da gibt es auch einen, der hat quasi einen ähnlichen Fall wie sie mit den Kindern, geschieden und die Frau klagt auf alles und er ist ja eh nur der Mann und die Frau gewinnt ja sowieso immer. Und so sieht sie das mal von der anderen Warte und das ist quasi so ein bisschen auch ein Aha-Moment für sie und ihre Kinder und ihren Ex-Mann, dass es nicht immer auf den Schultern der Kinder ausgetragen werden darf. Aber körperlich. Sie hat wohl, also laut Bluttests, hat sie auch sehr viele männliche Hormone im Körper, also viel mehr wie normal ist, weil jede Frau hat ein bisschen männliche Hormone im Körper. Aber quasi 50-50 ist es bei denen, da Frauenhormone und Männerhormone. Und dementsprechend ist sie halt, ihre Stimme wird plötzlich ein bisschen tiefer, wenn sie sich aufregt, zum Ach Beispiel. so. Und solche Sachen. Und sie entdeckt auch, versucht auch mal diese männliche Seite in sich zu entdecken, indem sie sich mal so einen Anzug anzieht und so einen Hut aufzieht. Sieht aus wie so ein 30er-Jahre-Boss. Ja, das ist alles ein bisschen komisch. Also ich habe ihr das auch nicht so wirklich abgenommen. Und Sie bleibt ja sie hat natürlich, obenrum, also sagen wir so, naja, der oh, alles gleich. sichtbare Bereich von ihr bleibt ja noch so. Also muss ja Ja. dann, damit es mal zu irgendwelchen Komplikationen kommt, muss es ja irgendwie zu irgendwelchen Enthüllungen kommen, dass sie, was weiß ich, ja, plötzlich ein Zelt unter Hose hat oder irgend sowas jetzt mal Umgang. Ja, nicht so direkt eigentlich. Es gibt natürlich so Situationen, wo sie sich dann unbehaglich fühlt, wo sie sagt, oh Gott, wenn das jetzt weit, nein, dann geht sie lieber. Ne? Also sie merkt dann schon, dass was passieren könnte da unten in der Region. Aber dass es jetzt irgendjemand merkt, der es noch nicht weiß, das passiert nicht. Also sie hat eine Freundin, mit der teilt sie quasi alles und die weiß halt Bescheid. Und
Aber alles, ich finde es auch ein bisschen langweilig. Der Film ist auch echt ein bisschen langweilig, weil einfach gerade so eine riesen Enthüllungsaktion nicht passiert. Ja? Und wenn du dann denkst, so, jetzt könnte es spannend werden, ist der Film zu Ende. Und, klingt eigentlich so ein bisschen nett, was du erzählst, aber irgendwie. Ja, aber es ist eigentlich echt langweilig. Und es ist over the top. Also die ganze Art und Weise ist einfach viel zu viel. Und es ist so typisch französisch irgendwie. Na, die kommen ja mit diesem Thema absolut klar. Die schämen sich ja vor gar nichts. Gab auch schon gute französische Komödien bei uns in der Sneak. Ja, natürlich. Aber. Aber das klingt. Auch das, was ich von dem Film gehört habe, ich hatte es, glaube ich, letztes Mal erzählt. Weil ja die Leinwandperlen, die haben ja gesagt, wenn der Film bei euch irgendwie kommt, dann geht einfach raus. Also der muss wirklich, und ich habe jetzt den ihre Sendung auch schon gehört auf meiner Fahrt. Also das muss ja, also die reden ja ständig davon, dass es wirklich heftig, also der Humor wirklich unter der Gürtellinie ist die ganze Zeit, ja. Also im wahrsten Sinne. Ja, ist er auch. Und ist er auch. Ja, ich weiß nicht, ob man sich das antun muss. Vielleicht so als, ja. Also hier bei Movie Pilot gibt es 2,4, Community-Bewertung 2,4 von 10. Ich weiß nicht. Ja, er ist auch nicht so geil. Also ich denke mal, also wir hatten schon schlechtere Filme in der Sneak, gar keine Frage. Aber ich würde ihn jetzt nicht fürs Kino empfehlen. Also außer es steht jemand total auf übertriebene und frei von der Leber weg französische Komödien, dann bitte, gerne. Aber ansonsten spart euch auf, guckt lieber mal rein, wenn es im Home-Kino kommt. Ob es euch gefällt, dann könnt ihr nämlich immer noch ausschalten oder wegschalten. Also ich hätte es jetzt nicht vermisst, ihn nicht zu sehen, sagen wir mal so. Ich gucke gerade mal, also die Regisseurin, die hat ja auch noch andere Filme gemacht. Ja, komisch, komische Art und Weise. Was hat denn der bei IMDb? 4,6 von 10? Ja, ist also durchweg nicht so gut. Ich habe von dem Film auch noch nichts weiter gehört gehabt. Irgendwie, meistens kriege ich das so ein bisschen mit, wenn in Frankreich irgendein Film richtig gut abgeht. Ich sehe gerade, der lief irgendwie im Januar, lief der auf diversen Festivals in Frankreich an. Wann läuft der regulär an? 22. Februar ist er angelaufen. Ich habe irgendwie nichts von dem Film großartig mitbekommen. Komisch. Ja. Naja, ich glaube, muss man jetzt nicht unbedingt gesehen haben. Übrigens hier meine belgische Lieblingsschauspielerin, ich habe es dir in unserem Skype mal gesehen. Yolande Moreau heißt die, aber das. Ja. Die war nicht dabei. Nee. Guck gerade. Punktetechnisch habe ich auch schon bei der Metropol Sneak Stuttgart Facebook-Gruppe abgestimmt. Ich gebe dem Film 3 Punkte. Wie bisher auch die meisten Abstimmer. Also das haben schon. Für 3 Punkte haben schon 7 Leute abgestimmt. Der Chris auch, sehe ich hier gerade. Ja, die höchste Punktzahl sind 7 von 10. Und es gibt sogar 2 Leute, die haben 0 Punkte gegeben. Also in dem Bereich bewegen wir uns. Wer hat die meisten Punkte? Einer hat 7 hier. Einer hat 7 Punkte gegeben, genau. 6 Punkte, ist eigentlich im unteren Bereich fast alles vertreten. Aber einer hat hier kommentiert, selten sowas Dummes gesehen. Naja, so. Ja, das war auch, wie gesagt, das war auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich meine, wir haben schon mal Body-Switch-Komödien gesehen, wie Freaky Friday oder wie sie alle heißen, ja. Da ist es was Ganzes, ja. Da ist das ganze Bewusstsein im Körper von jemand anderem, ja. Oder jemand wacht auf und ist plötzlich nicht mehr 30, sondern 16 oder 13, was weiß ich. 17 again mit dem, wie heißt der? Ich habe den Namen vergessen. Der aus High School Musical. Das ist was Ganzes. Das Zac funktioniert Efron? Als Ganzes. Ja, genau, Zac Efron. Ha, bin ich doch sattelfest. High School Musical. Aber, das ist eine Tochter, ich erwarte nichts anderes. Nee, die guckt das nicht. Aber bei Mein neues bestes Stück ist es halt eine Frau, die hat plötzlich geht total zu viel hat. Ich will das gar nicht sagen. Ich finde das total. Ich bin da viel zu brüde für. Sieht man denn das Teil eigentlich auch mal im Film? Nein, um Gottes Willen. So, das wär, hätte mich das noch sehr gewundert. Also man sieht tatsächlich extrem wenig Haut dafür, dass das französisch ist. Aber wenn die aufgewacht wäre und plötzlich ein Mann wäre, okay. Also dass die Haare auf einmal kurz sind und die Brüste weg und sie sich auch irgendwie fühlt wie ein Mann, bewegt wie ein Mann, alles okay. Dann wäre das nochmal was ganz anderes gewesen. Aber sie wacht auf, ist eine Frau mit einem
zwischen ihren Beinen Penis. Und ein bisschen mehr Testosteron. Okay. Ja. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Hm. Naja. Das ist schade. Gut, also diese Klippe habe ich umschifft offensichtlich in der Sneak Preview. Glück gehabt. Was erwartet uns denn morgen? Wie heißt denn der Tipp? Der Tipp für nächste Woche ist, beziehungsweise für morgen, richtig, fast vollkommen richtig, nur keine Umstände. Und es ist die 900. Sneak in Stuttgart, im Metropol. Bei solchen Jubiläums-Sneaks kam meistens was Schlechtes. Ach, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Jubiläum wird. Weiß ich gar nicht. Drück mal die Daumen. Hat schon jemand getippt? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich was getippt hätte. Du hast nichts getippt. Der Thomas hat wieder getippt und der Thomas hat drei Tipps abgegeben. Einmal Middles Trip. Das ist der neue Film mit Amy Schumer. Dann haben wir noch Du neben mir. Sagt mir gar nichts. Sieht aber so aus, als wäre das irgendwie so eine Distance-Beziehung mit die eine ist irgendwie krank und darf nicht an andere Menschen ran und verliebt sich aber irgendwie sowas. Und dann hat er noch getippt Happy Family. Das ist aber, soweit ich weiß, ein Animationsfilm. Ich klicke mal gerade drauf. Oh, das sieht aber lustig aus. Das ist ein Animationsfilm. Ich sehe auf dem Plakat eine Mumie, ein Vampir, ein Werwolf und Frankensteins Monster. Mhm. Sieht auch ganz lustig aus. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Gesprochen wird hier von Harpe Kerkeling und Oliver Kalkofe. Interessant. Animation, Komödie aus Deutschland. Okay. Das sind die bisher abgegebenen Tipps. Dann werfe ich mal noch zwei in den Raum. Plan B, scheiß auf Plan A, der lief nämlich in einigen anderen Sneaks. Und Small Town Killers. Den tippt man jetzt auch so lange, bis er kommt, oder? Ja, genau. Naja, gut. Ich habe ein paar Filme gesehen, tatsächlich, außerhalb der Sneak. Zum einen habe ich mir mal Trainspotting 2 angeschaut. Das wollte ich ja auch schon länger mal tun und gab es jetzt die Gelegenheit. Ich bin ja erklärter Fan von dem ersten Trainspotting. Hat mir einfach total gut gefallen. Danny Boyle, damals mittlerweile Oscar gekrönter Regisseur für Slumdog Millionär, hat damals irgendwie Anfang der 90er es war schon Mitte der 90er, 96 lese ich gerade, hat damals so einen Film abgeliefert, der mich einfach total weggehauen hat, weil das war einfach ein riesen Drogentrip die ganze Zeit mit wahnsinnig geiler Musik. Ich glaube, jeder wird mittlerweile Underworlds, Born Slippy irgendwie mit diesem Film assoziieren, weil irgendwie ist der so mit dem Film verbunden oder Perfect Day von Lou Reed. Und das war ja so, ja, das richtig, der große Durchbruch, würde ich fast sagen, von Ewan McGregor. Und die Typen, die da in dem Film auftreten, also Renton, Sick Boy, Spud und Bagby, das sind halt solche Charaktere, findest du heutzutage relativ selten, dass jemandem so eine starke Geschichte gegeben wird, gerade wenn du so ein Ensemble hast an Personen, dass sich ein Film Zeit nimmt, jeder Person noch die entsprechende Hintergrundgeschichte zu geben, dass du genau weißt, warum die Einzelnen so handeln. Und meine Identifikationsfigur war damals so ein bisschen Sick Boy, der so ein Film-Nerd war und irgendwie alle James-Bond-Filme kannte und da immer jedes Mal, wenn er high war, da irgendwie angefangen rumzuphilosophieren über James Bond und so. Im zweiten Teil geht es jetzt tatsächlich darum, dass wirklich 20 Jahre danach, nach den ursprünglichen Ereignissen und hast du eigentlich den ersten Teil gesehen? Ich, ganz ehrlich, ich glaube ja, aber ich bin mir nicht sicher. Mir sagt das ganze Thema was, auch wenn mir jemand erzählt von dem Film, denke ich mir so, ja, das kenne ich, aber ich erinnere mich nicht an einzelne Szenen, das ist das Problem. Ich muss ihn, glaube ich, nochmal gucken. Also der erste ist ja richtig, richtig gut, den habe ich immer noch mal gern geguckt und ja, der zweite, der, obwohl so eine lange Zeit dazwischen ist, macht er sich keine Mühe, jetzt großartig nochmal den ersten Teil irgendwie zu erklären oder so. Also man muss den wirklich gesehen haben, um den zweiten Teil zu verstehen. Sind so viele Szenen drin und Anspielungen. Man sollte wirklich den zeitnah gesehen haben. Sind natürlich manche Szenen drin, die man durchaus wiedererkennt. Manche Räume, manche Orte. Und natürlich die Personen sind alle wieder da, die sich natürlich jetzt, die sind auch im Film 20 Jahre gealtert und der erste Teil endet ja damit, dass sich diese Gruppe ein bisschen verstreut und jetzt kommt sie halt wieder zusammen. Aber
es ist halt so, ich hatte mir eigentlich erhofft, dass so ein bisschen das von damals wieder aufleben gelassen wird und so. Und es funktioniert meines Erachtens nicht ganz so gut. Die Personen kommen zusammen und dann wird noch so eine komische Kriminalgeschichte damit drüber gestülpt und dann natürlich, weil sich einer aus der Gruppe im ersten Teil ja nicht so loyal verhalten hat zu anderen, dann wollen die anderen, die er quasi übers Ohr gehauen hat, die wollen ihn quasi jetzt auflaufen lassen und ja, das... 20 Jahre später. Ja, ja, nein. 20 Jahre später. Derjenige war damals abgetaucht. Also ich rede jetzt extra ein bisschen um heißen Brei herum, damit die vielleicht den ersten Teil noch nicht gesehen haben, damit die nicht gleich alles wissen. Da ist einer quasi abgetaucht am Ende von Teil 1 und der taucht jetzt wieder auf in der alten Heimatstadt. Und die anderen, die er damals übers Ohr gehauen hat, die wussten gar nicht, wo ist der hin. Also die haben den auch die ganze Zeit gesucht. Die wollten sich an dem rächen oder so. Und jetzt ist er auf einmal wieder da. Deswegen kocht das jetzt alles wieder hoch. Und die lassen denen das aber nicht wissen, dass sie ihn jetzt rannehmen wollen. Und ja, spielen erstmal so das Spielchen mit. Und dann soll es halt irgendwann mal richtig krachen. Und ja, das, weiß nicht, die eigentliche coole Stimmung, die Teil 1 hatte, funktioniert hier nicht mehr. Wahrscheinlich, du siehst halt irgendwelche ja gealterten Leute, die sich teilweise irgendwie anders entwickelt haben. Ich weiß nicht, ob das der Anspruch des Films war, zu zeigen, hey, manche schaffen es im Leben, manche schaffen es halt irgendwie nicht. Wenn er das zeigen wollte, weiß nicht, hätte man kein 120 Minuten Kinofilm draus machen müssen, fast 2 Stunden, sondern man hätte es irgendwie anders machen können und sollen. Mhm. Und vor allem hätte man die ganze Story irgendwie ein bisschen ja, spannender machen können und interessanter. Das waren so coole Charaktere, aber irgendwie hatte jeder nur so für sich so ein paar Einzelszenen und auch das, was ich vorhin erwähnt hatte, dass gerade das, was die Figuren damals ausgemacht hat, außer Bagby und Randon, das ist auch noch so ungefähr vorhanden. Ja. Aber gerade so dieses von Sick Boy, dieses Film-Nerd ist gar nicht mehr da und ach, ich weiß auch nicht. Es hat sich irgendwie nicht so richtig echt angefühlt und ich hatte irgendwie die ganze Zeit dann auch das Gefühl, ach, eigentlich hätten sie es lieber lassen sollen. Also, wo ich mich eigentlich drauf gefreut hatte, weil der hat ja richtig coole Filme gemacht und ich habe gedacht, wenn es einer schafft, dann schafft Danny Boyle irgendwie den Dreh und da hat ja auch, das Buch ist ja auch wieder von demselben. Aber leider hat es mich nicht ganz so mitgenommen. Auch musikmäßig. Das einzige Mal, wo der Film einen wirklich musikmäßig mitreißt, das, was Teil 1 relativ häufig geschafft hat oder bei fast allen Szenen, denn da waren die Szenen, wo Musik anfing, die waren von da ab, wo die Musik begonnen hat, fast wie ein Videoclip. Das heißt, du hättest das von dem Moment an, wo die Musik beginnt, schneiden können und wo die Musik endet, schneiden können und du hättest gleich einen Musikclip gehabt für dieses Video. Es hat halt alles gepasst und hier war es halt nicht so, weil das einzige Mal, wo die Musik geil war, das war, wenn die Musik aus dem ersten Teil gekommen ist. Aber hier teilweise in einem anderen Zusammenhang oder als Remix oder sowas. Das war geil. Aber wenn neue Musik gekommen ist, die sehr spärlich gesät war, war überhaupt es hat einfach diese ganze Coolness vom ersten Teil gefehlt. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht so sagen. Und ich will ja auch niemanden den spoilern, weil irgendwann läuft das ja dann vielleicht auch im Heimkino. Oder vielleicht hat sich jemand auf DVD, Blu-ray irgendwie bestellt. Dann bin ich mal gespannt. Vielleicht kann sich jemand in den Kommentaren dazu äußern, wie er oder sie das fand. Würde mich interessieren. Ansonsten von mir 6 Punkte. Leider nur. Nicht so gut. Und ich habe heute noch einen Film geschaut auf Sky. Ein Klassiker, den vielleicht aber noch nicht alle kennen. Und das ist so ein Film, da geht es mir ungefähr so, wie wenn ich irgendwie zurück in die Zukunft, wenn ich reinzapp oder so, den lasse ich dann einfach laufen. Und den Film habe ich jetzt schon länger nicht gesehen gehabt. Zurück in die Zukunft lief ja öfters mal. Aber das ist ein Film, den habe ich damals im Kino sogar mehrfach gesehen.
Und das war noch zu DDR-Zeiten, wo nicht so viele westliche Filme liefen, aber der lief bei uns, nämlich Die Reise ins Ich. Sagt dir das was? Ich kenne den, ja. Ich hatte vorhin auch überlegt, ob ich ihn angucke. Ja. Ich habe gesehen, dass er kommt. Hab mich aber dann fürs Backen entschieden. Okay, ja, auch nicht schlecht. Also Die Reise ins Ich von Joe Dante, von dem Regisseur, der hat ja eigentlich auch einige bekannte Filme gemacht. Also Gremlins hat er zum Beispiel auch gemacht oder so Piranha-Filme, Meine teuflischen Nachbarn. Und Hauptrolle spielt Dennis Quaid. Zweite Hauptrolle Martin Short. Und Meg Ryan ist auch noch mit dabei. Robert Picardo ist auch mit dabei, den kennen wir zum Beispiel aus Raumschiff Voyager, da hat er diesen Arzt gespielt. der spielt da hier so einen, den Cowboy, diesen übelsten Typen. Jedenfalls bei Die Reise ins Ich geht es darum, Dennis Quaid ist ein ziemlich versoffener, ja, ehemaliger Pilot oder so, und der lässt sich anheuern von so einer Forschungseinrichtung, die so ein kleines Raumschiffchen irgendwie verkleinern wollen, und das soll dann in einen Hasen injiziert werden und dann soll er quasi in den Blutgefäßen da herumreisen und dann wollen sie den irgendwie wieder rausholen. Gesagt, getan. In dem Moment, wo er aber dann verkleinert ist mit seinem Raumschiff, dann stürmen böse Menschen die Forschungseinrichtung, und der Wissenschaftler, der gerade dieses Raumschiff in so eine Spritze aufgezogen hat, zusammen mit einer Flüssigkeit, kann diese Spritze sichern und reißt aus und wird aber noch übelst verfolgt und schafft es dann noch, diese Spritze dem Martin Short, der spielt diese zweite Hauptrolle, der spielt so einen übelsten Hypochonder, der arbeitet in so einer Supermarktkasse und geht ständig zum Arzt und entdeckt bei sich allerlei Wehwehlein und horcht da übelst in seinen Körper rein und ist eigentlich total schüchtern und so. Und dem jagt er nun diese Spritze rein mit dem kleinen Raumschiff, oder eigentlich ist es ein U-Boot, ja? Das fliegt ja nicht im Raum. Sieht eher aus wie ein U-Boot, ja. Genau, also mit dem kleinen U-Boot. Und er weiß natürlich erstmal von nix und er dockt sich dann aber inne erstmal an den Sehnerv an, damit er quasi durch die Augen von Martin Short überhaupt erstmal sehen kann, wo er ist, weil irgendwie ist sein Funkkontakt abgerissen. Und weil, ist klar, er ist ja nicht mehr innerhalb der Forschungseinrichtung. Und er dockt sich dann auch noch an den Gehörtrakt irgendwie an, sodass er mit ihm sprechen kann. Also legt da so eine Klemme irgendwie an den Hörtrakt und kann dann mit ihm sprechen. Was natürlich dann zu der urkomischen Situation führt, dass Martin Short im Wartezimmer des Arztes auf einmal halt Stimmen hört aus dem Innersten seines Kopfes, ja, weil irgendjemand, hallo, hört mich jemand, hallo, und er guckt sich erstmal um, ist im Fahrstuhl erstmal mit ein paar Leuten und so, irgendwie sieht er keinen mit ihm reden und so, und der Martin Short, der spielt das auch so gut, weil er denkt dann irgendwie, er wäre besessen, weil er hört Stimmen von innen und einfach herrlich, bis er dann, ja, die Schlüsse eben zieht oder tatsächlich seiner inneren Stimme in Anführungszeichen glaubt, dass da ein kleines Vehikel in seinem Innersten ist und er sollte eigentlich woanders sein und er kann mit ihm sprechen und ja, das passiert dann noch relativ schnell und dann glaubt er ihm auch und der Dennis Quaid in seinem Raumschiff, der gibt ihm dann Martin Short Anweisungen, wo er hingehen soll, was er machen soll, weil der will natürlich jetzt auch rausfinden, was ist da passiert und die Uhr tickt, denn in dem kleinen U-Boot ist nur eine bestimmte Menge Sauerstoff enthalten und so wie wir erfahren, kann er auch nicht einfach zum Beispiel in die Lunge fahren und da irgendwie die Luke aufmachen und frischen Sauerstoff aufnehmen, sondern das kleine Raumschiffchen da, das steht wohl unter Druck, das heißt, wenn er da irgendwas öffnet, dann ja, geht das halt dann nicht mehr irgendwie, dann können sie es nicht mehr. Also es sind lauter so kleine Drehbuchvehikel, damit eben klar wird, okay, das geht nicht so einfach und da ist ein bisschen Druck im Kessel und ja. Das kommt dann dazu, dass eben dieser schüchterne Martin Short vor wirklich bösen Menschen fliehen muss und sich verteidigen muss und seine innere Stimme redet ihm auch immer gut zu und drin passiert auch noch eine ganze Menge und dann nimmt er sich oder soll er auch noch das Auto nehmen von Dennis Quaid und der hat so einen richtig schönen, ich glaube Ford Mustang oder sowas, so einen alten Cabrio und
Als er dann damit unterwegs ist, entdeckt ihn die Freundin von Dennis Quaid, gespielt von Meg Ryan. Und die erkennt gleich das Auto von ihm. Was machen Sie hier und so? Und dann versucht es ihr irgendwie zu erklären, aber es klappt auch nicht so richtig und nimmt sie halt mit und befinden sich dann beide auf einer wilden Hetzjagd. der Film. Ich war schon von deiner Erzählung vor Lache vom Stuhl. Der Film ist, ja, der funktioniert immer noch. Ich habe den heute geguckt, ich habe mich kaputt gelacht. Ich habe ihn zum ersten Mal im Original gesehen heute. Also das Schöne bei Sky kann man ja auch auf Original umschalten. Aber sonst habe ich ihn immer auf Deutsch geguckt. Auf Deutsch funktioniert der auch sehr gut. Die Witze funktionieren auch gut. Der Film hat damals einen Oscar gewonnen für die besten Effekte, was zum damaligen Zeitpunkt, also 1987, durchaus nachvollziehbar war. Und dieses Ganze mit dem kleinen Raumschiff da drin und dann verändert sich auch mal bei dem einen so das Gesicht und so. Und war schon cool, also für die damalige Zeit. Die Witze funktionieren, die Musik ist cool eingebunden. Es ist auch so, von der Art her, wie es gedreht ist, ist es eigentlich sehr, sehr gut gealtert, finde ich. Es ist fast so ein bisschen wie irgendwie Nummer 5 lebt oder so. Das kann man auch immer noch gucken. Ja, hat mich sehr begeistert jetzt wieder mal. Und vielleicht mal, liebe Hörer, an euch als Tipp. Ich schaue hier gerade auch mal bei werstreamt.es, eine der wichtigsten Seiten im Netz, gucke ich gerade mal die Reise ins Ich, ob ihr das irgendwo kostenlos gerade schauen könnt bei irgendeinem Streaming-Anbieter. Ich gucke gerade mal Gratis-Inhalte. Leider nicht. Ist nicht gratis verfügbar irgendwo. Bei Amazon kann man es kaufen, bei iTunes kann man es kaufen, bei Google Play. Ja, aber es kommt bestimmt mal irgendwo im Fernsehen oder so. Dann könnt ihr das nochmal gucken. Beobachtet es mal. Die Reise ins Ich. Englischer Originaltitel Inner Space. Ja, hättest du es mal geguckt, dann hätten wir beide drüber. Achso, ich lese gerade noch, da gab es nämlich was mit einem Mikrochip. Da ist nämlich ein Mikrochip, da gibt es irgendwie zwei Mikrochips, einen zum Verkleinern und einen zum Vergrößern und die brauchen irgendwie den anderen auch noch. Deswegen ist der hinter denen her, die das gewesen sind. Ja, genau. Ja, ziemlich cooler Film. Ja, liebe Hörer, ihr könnt euch ja auch mal in den Kommentaren äußern, ob ihr diesen Film kennt und ob ihr den gut findet oder ob ihr sagt, oh nee, das ist überhaupt nichts mehr. Genau. Und Kate, du willst nochmal gucken, den Film? Auf jeden Fall. Allein von den Erzählungen von dir, ich muss bis jetzt innerlich so lachen. Wie gesagt, der Film ist einfach super. Ich liebe ihn. Ich gucke ja auch Filme mittlerweile immer noch so ein bisschen mit dem Auge, ob man sowas den Kindern zeigen könnte. Mhm. Und da finde ich den eigentlich auch ganz okay. Also da sind jetzt nicht irgendwelche komischen Sachen drin. Übrigens, da ist eins drin, das habe ich irgendwie, als ich klein war, als ich den gesehen habe, habe ich das nicht verstanden, den Witz. Aber jetzt als Erwachsener habe ich das durchaus verstanden, weil da gibt es so einen Typen, der hat quasi wie Luke Skywalker, der hat keine Hand mehr, sondern kann da irgendwas so draufstecken vorne auf die Hand. Ne? Gibt es so eine Szene, da hat er dann so einen Handschuh an und da ist in dem Handschuh quasi eine Pistole eingebaut und dann schießt er aus seinem Zeigefinger raus, erschießt da jemand. Und dann, als er mal mit der einen Gangsterfrau zusammen ist, sieht man dann schraubt er sich die Hand ab und macht da was anderes drauf, was man nur ganz kurz sieht. Und man erkennt eindeutig, was das sein soll. Habe ich damals, als ich klein war, im Kino irgendwie nicht so erkannt. Nicht verstanden. Ja, dass es da ein vibrierender Mechanismus eingesetzt wird. Naja, die Reise ins Ich. Empfehlung von mir für euch. Und ach so, jetzt muss ich hier mal wieder meine ganzen Fensterchen öffnen. Ja, damit wir über die Kinostarts zum Beispiel sprechen können oder über die Kinocharts. Kinocharts. Du sagst es. Die Kinocharts hier in Stuttgart. Platz 10, Fast and Furious Teil 8. Platz 9, Get Out. Platz 8, The Boss Baby. Platz 7, Gregs Tagebuch, Böse Falle. Platz 6, King Arthur, Legend of the Sword. Platz 5, Alien Covenant. Platz 4, Baywatch. Heißt es eigentlich nur Baywatch tatsächlich? Ich weiß nicht, irgendwie Baywatch 2017, ja. Oder Baywatch der Film oder so. Mm-mm. Hab übrigens gehört, bei den Cinematic Smash Bros. In der neuesten Sendung war die Luise zu Gast und die waren wohl offensichtlich alle in der Pressevorführung von
von Baywatch drin. Und sie fand ihn gut, schlecht? Nee, sie fand ihn überhaupt nicht gut. Also, ja, weiß jeder. Platz 3, Honey und Nanny, mehr als beste Freunde. Platz 2, immer noch Guardians of the Galaxy 2. Und Platz 1, Pirates of the Caribbean, Salazars Rache. Ich glaube, die Leute... Dann ist jetzt endlich mal gut. Ja, es soll ja auch der letzte Film sein. Ich glaube, die Leute, die in den Film gehen, gehen auch in Transformers. Das ist, glaube ich, eine deutliche Schnittmenge da. Und was startet neu in dieser Woche ab dem 8.6.? Die Mumie, eine Neuauflage von Alex Kurtzman mit Tom Cruise. Und die neuen Trailer, die ich sehe, die gefallen mir. Muss ich echt sagen. Ich mag Tom Cruise nicht. Ich mag Tom Cruise auch nicht, aber die Trailer gefallen mir. Naja, es startet noch mein neues bestes Stück. Haben wir vorhin, habt ihr vorhin erfahren, ja, ob das was ist oder nicht. Dann Plan B, Scheiß auf Plan A, das war mein nachgezogener Tipp. Der könnte ja theoretisch noch kommen. Und was haben wir noch? Headshot, ab 18 Jahren, Actionfilm. Keine Ahnung, steht keine Beschreibung hier dazu da. Ein Kuss von Beatrice. Treffen der großen Damen des französischen Films Catherine Deneuve und Catherine Froh sind zwei gegensätzliche Frauen in der Komödie. Steht aber nicht da, worum es geht. Ist irgendwie ein bisschen dünn hier. The Dinner mit Richard Gere, Steve Coogan, Laura Linney und Rebecca Hall. Die prallen in dem dramatischen Kammerspiel The Dinner bei einem unheilsamen Familienessen aufeinander. Born to be Blue, da spielt Ethan Hawke den irgend so ein Trompeter, den Prince of Cool. Exzessive Karriere des heroinabhängigen Jazz-Trompeters und Sängers Chet Baker. Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes. Die fabelhafte, das ist der Filmtitel. Ja, die fabelhafte Geschichte des Filmemachers Julian, der aus Geldnot Äpfel pflückt und sich nach einer gescheiterten Revolution in einen Windhund verwandelt. Boah, das ist ein Film. Ich glaube, der würde in der Sneak nicht so gut ankommen. Schon allein von der Geschichte her. Mann im Spagat. Ein Berlin-Film von Regisseur, Schauspieler und BMX-Profi Timo Jakobs. Vollgepackt mit Gastauftritten von Stars wie Clemens Schick, Olli Schulz und Merit Becker. Wird ja auch passend zu der, da gab es eine Frage bei den Cinematic Smash Bros., welches der beste Film mit Berlin-Bezug ist, der aber keinen historischen Hintergrund hat. Haben sie drüber diskutiert, war auch ganz interessant. Würde der wahrscheinlich dann auch mit reinspielen. Und einer noch, Marie und die Schiffbrüchigen. Eine Liebeskomödie über die faszinierende Marie, die drei Männern den Kopf verdreht und ein Katz-und-Maus-Spiel in Gang setzt, das nur einer gewinnen kann. Oh, da spielt Eric Cantona mit. Schauen. Ja, das waren die Kinostarts der Woche. Und du hast eine Serie geschaut. You, Me and the Apocalypse. Exakt. Wo läuft denn die? Diese Serie läuft aktuell auf Sky One. Da kommt jede Woche eine neue Folge. Wir sind jetzt aktuell bei Folge 6 und ich wollte jetzt mal darüber sprechen. Da geht es darum, dass ein riesiger Komet auf die Erde zustürzt oder irgendwie so ein Stein halt. Und der wohl irgendwie innerhalb in 36 Tagen auf die Erde stürzt und alles auslöscht. Und es geht um mehrere Menschen, die auch auf verschiedenen Stellen der Erde sitzen. Also es gibt welche, die sind in den USA, es gibt welche, die sind in England. Und die begleiten wir so ein bisschen. Und wir stellen halt fest, wie die A miteinander zusammengehören, weil der Film, also die Serie fängt an, der Hauptcharakter sitzt in einem Bunker, umringt von lauter Leuten, wo er sagt, die sind für ihn fremd, und er fragt sich, wie er eigentlich mit diesen Leuten hierher gekommen ist. So. Und im Fernsehen sagt, die verabschiedet sich gerade die Newsfrau mit den Worten irgendwie so, ich hoffe, wir überleben das und hier Live-Bilder und gleich sterben wir alle so quasi, also die letzten Minuten. Und ja, und dann geht es quasi immer Zeitsprünge zurück, wie das alles dazu kam, dass er dann da jetzt sitzt. Und es ist erstaunlich lustig. Es ist tatsächlich eine Comedy-Serie, die immer, wenn man das Gefühl hat, jetzt wird sie ganz schön ernst, den
Twist macht und irgendwas Lächerliches passiert. Was aber wirklich gut gemacht ist. Es ist wirklich lustig. Die Hauptdarsteller, da kenne ich nur zwei, und zwar Rob Lowe unter anderem. Und Jenna Fischer, die wir ja auch auskennen, wie aus, glaube ich, The Office hat sie mitgespielt. Die hat ja, glaube ich, schon mehrere Preise gewonnen und so. Aber Rob Lowe ist ziemlich cool in der Serie. Die anderen waren mir relativ unbekannt. Einer ist davon, der hat bei Game of Thrones mal mitgespielt, aber jetzt nicht so eine Head-Rolle, sondern eher was nebenbei. Es ist total eine abgefahrene Serie, die ich, wie gesagt, jetzt gerade sehr, sehr gern verfolge. Die erste Staffel hat 10 Episoden. Die Serie ist allerdings schon von 2015, muss man sagen, und kommt jetzt im deutschen Free-TV. Also das ist das erste Mal im deutschen TV überhaupt so. Free-TV ist es ja nicht wirklich. Ich habe jetzt aber natürlich beim Vorbereiten auf diese Sendung, habe ich leider gelesen, dass es keine zweite Staffel gibt. Die Frage ist halt auch, wie eine zweite Staffel zustande kommen würde, wenn ein Asteroid auf die Erde stürzt, aber das sei mal daneben dahergestellt. Ansonsten, lustige Serie, guckt euch mal an, gibt es bestimmt irgendwie bei Sky On Demand oder Sky Go, wo man sich die alten, die anderen Folgen noch anschauen kann. Ist echt lustig. Ja, mir sagt die Serie sogar was. Wir haben die, ich sehe ich jetzt gerade hier. Gibt es hier irgendwie ein Datum? Nee. Ich gucke gerade bei Fortsetzung folgt. Wir haben die vor über einem Jahr haben wir die besprochen. Ja, wie gesagt, die gibt es auch, die ist schon von, ich glaube, September 2015 und startet jetzt quasi das allererste Mal im deutschen TV auf Sky One. Aber irgendwie steht hier keine Wertung da. Das ist irgendwie komisch von Ich gucke mir. mal jetzt gerade, Bei also mir. bei, ich bin hier gerade zum Beispiel auf serienjunkies.de, da gibt es eine Userwertung von 4,5 von 5. Also ziemlich gut. Nee, ich wollte wissen, wie ich es fand. Achso. Weil hier stehen bei Fortsetzung folgt immer die Namen drunter mit Prozenten und so. Achso. Aber irgendwie hat er das irgendwie falsch programmiert oder so. Da steht eine Serie drin, die wir nicht. Also, wenn ich mal davon ausgehe, dass das vielleicht die Serie ist, weil die steht hier falsch da, dann habe ich der 60% von 100 gegeben. Aber ja. Aber vielleicht habt ihr da noch nicht alle Folgen gesehen gehabt, kann Nee, sein. um Gottes Willen, wir gucken Wahrscheinlich da. immer nur so die Ich erste, gucke zwei, meistens eins, die ersten ersten, zwei. ja, genau. Genau. Also ich bin jetzt bei Folge 6 und Folge 6 hat mich komplett geflasht. Also weil der kommt wirklich, es kommt wirklich immer mehr ans Tageslicht, wie diese einzelnen Geschichten, die wirklich so total separat sind, doch irgendwie miteinander zusammengehören. Und jetzt in Episode 6 kommt, wird es nochmal ganz krass dargestellt. Und kommt richtig viel ans Licht und ich fand es richtig gut gemacht. Weil das ist nicht so, wir tun euch mal so schon darauf vorbereiten, dass vielleicht die beiden Personen irgendwie miteinander verwandt oder verschwägert oder was weiß ich sind. Nein, das heißt, bäm, jetzt wisst ihr es. Weiter geht's in der Geschichte. Es ist so gut gemacht. Ich finde es richtig gut. Ja. Ja, vielleicht gebe ich doch noch mal eine Chance. Mal gucken. Ja, kommt euch mal Das weiter. hat Also wie schon gesagt, eine es Weile sind her. ja auch nur 10 Folgen. Manchmal ist ja auch so ein bisschen der jeweilige Zeitgeist, ob man gerade was gut findet oder nicht. Ja, richtig. Ich habe jetzt gerade auf Netflix die erste Staffel durchgeschaut von Designated Survivor und bin extrem begeistert davon. Hat es, glaube ich, schon mal erwähnt gehabt, dass ich das gut fand und dann gab es ja eine kleine Serienpause irgendwie, bevor es dann weiterging. Und die ist ja jetzt auch verlängert, wird auch eine zweite Staffel geben. Und ich finde es einfach extrem gut. Also wer damals so ein bisschen 24 mochte, die Art, ist nicht ganz so getrieben jetzt Designated Survivor, ist eher so eine Mischung aus 24 und House of Cards, finde ich. Und ich habe jetzt im Hotel, hatte ich mir einen Amazon Fire TV Stick, den hatte ich hier ewig rumliegen, habe ich noch nie irgendwie großartig verwendet, habe ich gedacht, ach, kannst du mal mitnehmen. Und dann habe ich den mal dran gehängt und konnte ich dann abends ein bisschen Netflix gucken, weil das WLAN war ganz gut da. Und da habe ich mir irgendwie alle möglichen Folgen da noch angeguckt davon, von Designated Survivor, die mir noch gefehlt haben. Bin sehr, sehr begeistert. Also insbesondere dann in der zweiten Hälfte oder gegen Ende der ersten Staffel wird es verdammt gut. Also freue mich da sehr drauf. Also für die, die es nicht kennen, Kiefer Sutherland spielt so einen Hinterbänkler wie heißt das, im Kabinett dort bei denen und in den USA.
Und wir erfahren, dass diese Designated Survivor, also diese festgelegten Überlebenden, das sind die, wenn das ganze Kabinett irgendwann mal zusammentritt für irgendeine bestimmte Abstimmung, dann werden vorher so ein paar, so ein Designated Survivor benannt, wo gesagt wird, okay, der hält sich nicht im Kapitol auf, sondern irgendwo extern, damit, wenn irgendwo was passiert, damit einer wenigstens überlebt und quasi die Regierungsgeschäfte dann weiterführen kann, was natürlich dann dazu führt, dass der dann quasi automatisch dann auch Präsident wird, wenn alles weg ist, Kapitol, und das passiert leider auch gleich in der ersten Folge. So wird halt dann Kiefer Sutherland, der vorher sich irgendwie mit Straßenbau oder irgendwas mit Urban Planning hier mit quasi Städteplanung beschäftigt hat, wird auf einmal Präsident der USA, und seine Frau hat natürlich auch nicht damit gerechnet, weil die wollten eigentlich, war geplant so, dass er ein bisschen mit seinem Städtebau so ein bisschen eine ruhige Kugel schiebt und da halt nie in die Schusslinie der großen Politik gerät, und das Ganze ist natürlich dann ad absurdum. Und dazu kommt noch, dass er dann eben rausfinden muss, wer steckt hinter diesem Anschlag, der dazu geführt hat, dass eben alle gestorben sind, und ja, gibt es vielleicht eine Verschwörung auch im Weißen Haus, und wem kann er trauen? Und extrem coole Nebendarsteller, Cal Penn spielt mit, den kennen wir aus Dr. House. Der hat früher selber in echt im Weißen Haus gearbeitet. Er wirkt auch als Ratgeber für die ganze Serie. Und das macht einfach nur richtig, richtig Spaß, die zu gucken. Also die Nebendarsteller sind super. Die politischen Themen, die dort aufkommen, sind einfach klasse. Die greifen da halt auch einfach mal so Themen auf, wie jetzt auch gerade wieder aktuell hier mit Waffenbesitz und mit, mit Registrierung von Waffen oder wer sich eine Waffe kauft und Umweltschutzthemen und alles Mögliche. Also es wird richtig schön durchdiskutiert und eben noch dieses ganze Thema, wer steckt dahinter, die Jagd auf die Verbrecher und ja, Verschwörungen aufdecken und so. Richtig gut. Boah. Hammer. Kann ich empfehlen. Netflix. Designated Survivor. Ich auch sehr, sehr. Bist du schon fertig, oder? Nee, ich habe noch ein paar Folgen, aber ich fand auch schon den Cliffhanger zur Pause extrem gut. Ja, der Schuss. Wahnsinn. Ja. Nichts verraten. Achso, da das, hast du noch nicht weitergeguckt dann, oder? Doch, die nächste Folge. Achso, also weißt du schon, wer. Glaubst du, ich muss es doch sofort weitergucken, sobald die Folge rausgeht, um zu wissen, wie es weitergeht. Das ist einfach so. Das ist so viel Politik, die man aber auch beim Gucken versteht, als Nicht-Mensch, der da irgendwie was mit zu tun hat. Also ich kenne mich ja nicht aus, wie es da im Weißen Haus läuft und wie da die Politik vor sich geht, ja. Aber man kommt da rein, schaut sich das an und man wird quasi, man lernt alles mit Kiefer Sutherland mit. Ich kann das gar nicht aussprechen, Kiefer Sutherland. So. Man lernt es einfach mit ihm mit, auf so eine ganz charmante Art und Weise, und dann dieses Ganze, wem kann er trauen, wem kann er nicht trauen und was geht da vor, und auch der Druck und die Belastung, die auf ihm liegen, das ist so, man fiebert richtig mit, und das ist eine super Serie. Also ich habe ja schon mal mit House of Cards angefangen, und die fand ich teilweise ein bisschen anstrengend, weil man halt immer gucken muss, weil der auch immer gerne mit dem Publikum redet, so, und da muss man wirklich, wirklich auf Zack sein. Also das ist, ich find House of Cards wesentlich anstrengender zu gucken, wobei Designated Survivor zwar auch sehr viel von einem verlangt, da dabei zu bleiben, aber auf eine sehr angenehme Art und Weise, auf eine einfache Art und Weise. Man will weiter gucken, man will gar nicht den Blick abwenden und mal aufs Handy gucken, sondern man guckt wirklich gebannt diese Folge zu Ende. Und das schafft nicht jede Serie, und die kann's. Ja. Kita halt. Genau, und dazu kommt er noch hier mit seiner Familie und so. Der hat nämlich auch noch einen Sohn und eine Tochter und so. Die muss er sich dann halt auch kümmern. Die müssen halt plötzlich dann im Weißen Haus leben und werden vom Secret Service bewacht und so. Das ist natürlich für die auch eine riesen Änderung, und werden hier mit der gepanzerten Limousine zur Schule gefahren und so eine Geschichten. Echt tolle Serie. Freue ich mich drauf, wie es dann weitergeht. In dem Sinne auch mal der kleine Hinweis. Also Amazon Fire TV Stick, da taugt echt was. Also der lag ewig bei mir rum. Ich habe den irgendwann mal bei Amazon geschossen, als die hier so eine Sonderaktion hatten, irgendwie, als der billiger war. Und ich wusste nie, was ich damit anfangen soll, weil
hier, weiß nicht, oben habe ich ein Apple TV und hier unten, da kann ich ja direkt streamen hier bei mir im Zimmer. Ne? Deswegen, ja, aber ideal eigentlich so für Reisen, wenn ihr irgendwo im Hotel seid, einfach HDMI anstecken und Strom versorgen. Die meisten Fernseher, die haben ja irgendwie noch eine USB-Buchse, ansonsten kann man ja irgendwie mit so einem USB-Netzteil da ganz einfach das Ding mit Strom versorgen. Ja, dann gibt man da das WLAN ein, auch wenn das jetzt ein bisschen schwächer ist, das WLAN. Also ich hatte hier, da gab es in dem Hotel, gab es so ein Business-Paket, das hatte ich mit gehabt, wo so ein schnelleres WLAN dabei war. Aber ich habe es auch mal getestet mit der Free-Version von dem WLAN, was im Hotel war, was ein bisschen langsamer war. Das ging auch ohne Probleme, weil der hat dann irgendwie ganz gut gecached. Also der hat dann angefangen mit runterladen und hat es mir schon erstmal gezeigt und dann peu à peu und dann, ja, also richtig gute Qualität und fetzt. Kann man unterwegs dann auch gucken, muss man nicht irgendwelche Laptops mitschleppen oder irgendwas. Jo, dann gehen wir doch mal in den anderen Bereich hier. Kates Filmrätsel. Bevor die Kate ihr Filmrätsel macht, löse ich erstmal meins auf, was wieder keiner rausgekriegt hat. Oder? Hat's jemand rausgekriegt, ne? Nee. Ich glaube nicht. Ich habe nichts gelesen. Ich werfe mal kurz einen Blick in die Kommentare. Also das Filmrätsel war ja, also um welchen Film geht's? Feurige Liebe. Der Polizist ist der Diebin hart auf den Fersen. Da nun hat er sie in die Enge getrieben. Doch die Diebin sagt nur lächelnd, ich wusste auf Anhieb, dass es zwischen uns funkt. Und ich gucke nochmal ganz kurz. Wie sagt es irgendwas, aber ich bin nicht drauf gekommen. Schau mal ganz kurz, ob hier jemand... Ach nee, da geht es nur um Prometheus und Alien Covenant. Also, die Diebin meint es wortwörtlich. Sie hat ein elektrisches Kabel aus einem Gerät gerissen. Das Kabelende versprüht gefährliche Funken, wenn es mit Metall in Berührung kommt und hält den Polizisten auf Distanz. Die Diebin ist eine Katzenfrau in Catwoman. Der Clou ist, dass der Polizist nicht weiß, dass es sich bei der maskierten Frau um seine Geliebte handelt. Es funkt also im doppelten Sinn. Wenig später lässt die Katzenfrau mit dem funkensprühenden Kabel die Sicherung durchbrennen und da sie als Katze in der Dunkelheit als einzige sehen kann, hängt sie auf diese Weise ihre menschlichen Verfolger ab. Mit Halle Berry als Catwoman. Ja. Aber zählt das als Horrorfilm? Naja, nee, ach nee, nicht nur Horror, stimmt. Einfach Filme. Okay, die meisten Karten, die ich hatte, waren Horrorfilme. Habe ich Horror gesagt? Oder habe ich wohl auf die falsche Pferde geführt? Ja, du hast gesagt, es sind alles Horrorfilme. Ja. Und zwar bekannte Horrorfilme. Aber da wir ja, zumindest bekannter Film, ja. Also kann ja, also ja, Catwoman ist zumindest ein bekannter Film. Da wir ja festgestellt haben, dass meine Rätsel offensichtlich viel zu schwer sind hier, dann macht die Kate wieder eins. Also, ja, ich habe mich wieder vorbereitet. Die Kate Achtung, hat, gut aufpassen. Ja, warte mal, wir müssen kurz sagen, worum es geht. Also, Kate hat sich aus der Fernsehzeitung des vergangenen Wochenendes eine Filmbeschreibung rausgesucht von einem Film, der jetzt am vergangenen Wochenende im Fernsehen lief. Und sie wird jetzt mal eine kurze Beschreibung vorlesen und ihr schreibt einfach als Kommentar, was ihr tippt, was das für ein Film ist. Und los. Eine Frau auf der Flucht vor ihrer Vergangenheit und ein Mann mit verwundeter Seele. Können sie ihre Schmerzen gemeinsam überwinden? Das war's schon. Und ich meine mich zu erinnern, dass dieser Film sogar bei uns in der Sneak lief. Okay. Mhm. Nur so als kleiner Tipp noch hinten weg. Okay, klingt interessant. Mach's euch auch nicht einfach. Bitte? Ich mach's heute euch auch halt. Ich habe heute echt einen Knoten in der Zunge. Ich mach's euch auch nicht einfach, wollte ich sagen. Wir haben zu lange nicht aufgenommen. Wir sind hier wieder ein bisschen raus aus der Nummer. Ich habe auch noch eins hier von den schwierigen. Oh ja, gut, das ist quasi das Bonusrätsel. Aber ich gebe einen kleinen Tipp. Es handelt sich nicht um einen Horrorfilm. Es handelt sich eher um eine Komödie aus dem Bereich Animation, also ein animierter Film. Und die Überschrift heißt Schwein gehabt. Und das Rätsel ist, wegen eines Schweins drückt der Autofahrer voll aufs Pedal, denn sonst wäre das Schwein tot. So, mal gucken, wer das rauskriegt. Ich habe nur schon ein bisschen Hilfe gegeben. Ich könnte auch noch sagen, es handelt sich um einen deutschen Film. Dann wäre es aber... Deutsch? Einen deutschen Animationsfilm. Mit einem Schwein.
Okay, und das, da muss ich überlegen. Genügend Hilfe von mir. Das ist nicht, so. Ja, aber es ist nicht einfach. Ja, ne, es war. Wir haben Gewinne auszulosen. Achso, The Void habt ihr noch, ne, oder? Die Blu-ray liegt bei euch noch, ne? Ja, die ja, genau. Ich dir noch. Okay, bring weil die liegt hier mit. Nicht, die liegt hier nämlich nicht auf meinem Preisestapel, deswegen. Aber hier liegt ein Buch zum Film Das Versprechen, erste Liebe lebenslänglich. Beziehungsweise das Buch heißt Zweimal lebenslänglich, wie ich seit 3 Jahrzehnten für meine Freiheit kämpfe. Und dann haben wir noch die DVD, Original-DVD, zu verlosen. Da ist nämlich jetzt gerade Einsendeschluss. Und ich werde das mal öffnen. Oh, ich hatte es vorhin alles schon mal geöffnet, aber meine Tabs sind alle wieder abgeflogen hier. So, Das Versprechen. Es haben mitgemacht 132 Leute. Wow. Das heißt, wenn du mir jetzt mal bitte eine Zahl zwischen ja, 1 und 132 sagen würdest. 103. 103, Moment. Scroll, scroll, scroll. Achso, was ist das jetzt? Sagen wir die DVD zuerst. Okay, die DVD. 103, richtige Antwort, vor 31 Jahren. Das ist der Johannes aus Tübingen. Du kriegst. Ja, Glückwunsch. Du kriegst die DVD. DVD schreibe ich gleich dazu hier, damit ich das noch weiß. Nee, das ist eine DVD, das Versprechen. DVD, ja. So, und jetzt nochmal eine Zahl zwischen 1 und 132. 66. Okay, muss ich hier hochscrollen. Warte mal. Das ist die Sabine aus Hertha. Okay, schreib mal ein Buch. So, herzlichen Glückwunsch, Sabine. Glückwunsch. Okay, dann mache ich mal jetzt noch das andere auf. The Void. Dieser kuriose Horrorfilm, möchte ich es mal nennen, hat anscheinend die Leute nicht so sehr abgeschreckt. Meine Zusammenfassung von der letzten Woche. Oder sind einfach geil auf eine Blu-ray. Keine Ahnung. Es haben 135 hier mitgemacht. Ach Gott, ist doch immer wieder. Und da sind schon die raus, die bei Adresse für die Zusendung ihre E-Mail-Adresse angegeben haben. Also damit kann ich nichts anfangen. Da kann ich keine Blu-ray hinschicken. Ich kann nicht rippen die Blu-ray und euch das File per E-Mail schicken. Geht nicht. Ja. Also wenn da steht Adresse für die Zusendung, dann schreibt bitte eure richtige Adresse hin. Und wie ich es da in dem Disclaimer auch stehen hatte überall, ich lösche ja dann das ganze Zeug, also ich speichere nicht eure Adressen und spamme euch dann zu oder irgendwas. Das ist ja hier alles in meiner Hand. Zwischen 1 und 135 mal bitte. 125. Ja, unten scrollen, warte mal. Der Heiko aus Kaiserslautern. Herzlichen Glückwunsch. Das ist aber eine Blu-ray jetzt, glaube ich, ne? Von ja. The Void. Okay, dadurch, dass ich das ja so schlau gemacht habe und gleich nach eurer Adresse gefragt habe, sparen wir uns nämlich die Schleife, dass ich euch per E-Mail um eure Adresse frage. Dann kann ich es nämlich gleich schicken und lösche die restlichen Adressen hier. Dann wünsche ich allen Gewinnern hier viel Spaß mit euren Gewinnen. Und ihr könnt ja mal ein Feedback dalassen, wenn ihr die Filme geschaut habt oder das Buch gelesen habt, wie es euch so gefallen hat oder was ihr daraus mitnehmt oder wie auch immer. Okay, dann ja, sind wir jetzt mittlerweile im allgemeinen Bereich angekommen. Hast du noch irgendwas, irgendwelche Themen? Nee. Okay, so, dann werde ich mal schauen, was so bei Amazon bestellt worden ist. Wir haben jetzt dadurch, dass wir so komisch versetzt aufgezeichnet haben, haben wir manche ganz schön verwirrt von den anderen Podcastern, die immer gesagt haben, ja, irgendwie, die hatten das in der Sneaker oder irgendwie die Sendung ist schon da oder noch nicht da. Oder, Entschuldigung. Ja. Der VfB ist schuld. Ja, auch. Ja. Und mein arbeitsmäßig, dass ich unterwegs war und ja. Bei Depeche Mode in Leipzig. Kann ich übrigens empfehlen. Also wer noch die Gelegenheit hat, Depeche Mode zu sehen, die sind ja noch ein paar Mal jetzt irgendwo unterwegs. Demnächst, glaube ich, in Dresden und so. Und
haben noch ein paar Termine in Deutschland, unbedingt angucken. Okay, vielen Dank an alle, die die Affiliate-Links auf unserer Webseite nutzen. Zum Beispiel hat hier jemand ein Eddington Küchentimer Hahn mit Krähgeräuschen, also eine Eieruhr, sieht aus wie ein Hahn und kräht. Süß. Ein Ersatzarmband für irgendeine Garmin-Uhr, ein USB 3.0 Kabel, eine elektronische, nee, das war nix. Ach nee, das war nochmal dieser Küchentimer. Und eine Hülle für ein Moto G5 Plus. Ja, vielen Dank an alle, die sich irgendwie wiedergefunden haben. Und wer einen Kinocast unterstützen will, ihr wisst ja Bescheid. Einfach irgendwie einen Affiliate-Link klicken auf kinocast.net. Da sind ja einige Amazon-Links drin und dann könnt ihr euch irgendwie DVDs oder was ihr wollt bestellen und dann kriegen wir eine kleine Provision ab. Ach so, wir hatten beim letzten Mal noch den oder die Filmschaffenden des Tages. Kannst du dich erinnern? Oh ja, stimmt. Ich habe noch einen mit hinzugenommen, den wir irgendwie übersehen hatten, nämlich Roger Moore. Der hatte ja gerade seinen Todestag. Hm. Ah ja, der ist auch quasi der Filmschaffende des Tages, 23. Mai geworden. Hm. Platz 1. Platz 2 ist Tom Tykwer. Und heute haben wir, heute ist der 4.6. Mal gucken, wer heute, ist heute jemand aktuell irgendwie ein Filmschaffender? Weiß man nicht. Heute, am 4. Juni 1882 ist Karl Valentin geboren. 1929 Günter Strack geboren. 1936 Bruce Dern. 1975 Angelina Jolie. 1994 ist Massimo Troisi gestorben und 2004 Nino Manfredi. Ich werde das auch wieder mit zur Wahl stellen hier in unserem kleinen Vote. Könnt ihr abstimmen, wer für euch von diesen Personen, die irgendwas mit dem Tag zu tun haben, also entweder Todestag oder Geburtstag, wer für euch die wichtigste Person ist. Ich glaube, die bekannteste für unsere Zeit ist fast Angelina Jolie, oder? Mhm, ja, genau. Aber ich will niemanden beeinflussen hier. Stimmt da mal ab, das findet ihr mit dem Blogbeitrag. Da ist so ein kleiner Vote, braucht ihr nur draufklicken. Sonst nichts, geht ganz easy peasy. Und wenn ich hier einmal drin bin, dann schaue ich mir gleich nochmal die Kommentare an zur vergangenen Sendung. Der Martin aus Halle hatte noch geschrieben, er sieht es mit Alien Covenant völlig anders wie ich. Er ist Alien-Fan und fand Prometheus schon ziemlich gut. Und was ihm an dem jetzigen Film gefehlt hat, war das Mystische, was Prometheus so großartig gemacht hat. Ui, ich glaube, da könnten wir lange drüber diskutieren, weil dieses Mystische, was eher so schwülstig daherkam, war gerade das, was ich an Prometheus kritisiere. Ansonsten empfand er den Film als guten Nachfolger, dem ja noch zwei Teile folgen, bevor er thematisch an Alien 1 anschließen wird. Und er hat mich noch korrigiert, weil ich habe, glaube ich, Sweet Home Alabama gesagt bei einem Lied von Notsignal. Er sagt, das war Country Roads. Und bei dir fand das erschreckend, dass du die Hauptdarstellung aus deinem Lieblingsfilm 2016 nicht wiedererkannt hast. Was war denn überhaupt 2016? Ich habe nicht gesagt, dass ich sie nicht wiedererkannt habe. Ich fand sie nur nicht gut in der Rolle. Was war denn dein Lieblingsfilm? Guardians of the Galaxy oder was? Nein, nee. Fantastic Beasts. Ach so, okay. Fantastisch Tierwesen, wo sie zu finden sind. Das war dein Lieblingsfilm. Das war einer meiner Lieblingsfilme. So, okay. Ja. Also wie er da genau drauf kommt, dass es mein Lieblingsfilm war, weiß ich nicht. Aber er war schon ziemlich gut und ich habe ihn mir natürlich auch direkt auf Blu-ray gekauft und ungefähr schon viermal seitdem gesehen. nein, ich hab ihm darauf auch geantwortet und gesagt, dass das nochmal was ganz anderes ist. Die zwei Rollen darf man nicht vergleichen. Also wenn man sich mal ein Bild von der Covenant-Rolle und ein Bild von der fantastische Tierwesenrolle nebeneinander legt, dann sind es für mich zwei unterschiedliche Menschen. Das ist zwar gut, dass eine Schauspielerin das ausmacht, ja, dass sie das kann, aber für mich war die in Covenant einfach nur furchtbar. Die war einfach, ich fand die nicht gut. Ich fand die auch furchtbar hässlich und nervig. Und wobei sie dann wieder in Fantastic Beasts sehe ich sie ja zudem auch nicht als Hauptdarstellerin, weil der Hauptdarsteller ist immer noch Eddie Redmayne. Für mich ist die halt
für die Geschichte ganz interessant, aber mehr ist sie auch nicht. Sie wird auch im zweiten Teil nicht vorkommen. Deswegen, das sind zwei unterschiedliche Welten. Ich finde, das darf man dazu vergleichen. Das ist wie wenn man Johnny Depp mit zwei komplett unterschiedlichen Rollen nebeneinander legt und sagt, wie, du erkennst es nicht? Ja, das ist komplett was anderes, meiner Meinung nach. Ich habe ihm auch auf das Thema mit dem Alien geantwortet, dass für mich Covenant die ganze Alien-Saga irgendwie ein bisschen kaputt macht. Und ja, und wenn jetzt hier noch zwei Teile folgen sollen, ich weiß nicht, also noch ein Film, Alien von Ridley Scott, der jetzt quasi in dieser, sagen wir mal, zusätzlichen Trilogie oder Quadrologie drin ist, werde ich mir nicht im Kino angucken, weil das war für mich einfach die Enttäuschung jetzt zu groß von Covenant. Und ja, wenn ich das so sehe, von den Zuschauerzahlen her, bin ich da auch nicht der Einzige, der das so sieht. Ja, Prometheus fand ich halt einfach, nee. Okay, dann sind wir bei den Kommentaren ja eigentlich durch. Und ja, wenn ihr uns eine Nachricht zukommen lassen wollt, könnt ihr entweder das Kommentarfeld nutzen. Ach ja, übrigens nicht erschrecken, liebe Hörer und Leser vom Blog auch. Das IMDb, dieses Plugin, funktioniert gerade irgendwie nach dem neuesten Update nicht, was die gefahren haben. Deswegen sieht das ein bisschen komisch aus, da bei den Blog-Einträgen da oben, wo normalerweise von der IMDb so das Cover zu sehen ist und da stehen irgendwelche komischen Kurzzeilen. Ich habe schon den Entwickler angemailt, ist sogar gekauft, das Plugin, aber irgendwie funktioniert es gerade nicht. Nicht erschrecken, alles wird gut. Ja, ansonsten schreibt einen Kommentar, das funktioniert auf jeden Fall. Auf Twitter könnt ihr mich erreichen, Kinocast, Instagram, Kinocast, Facebook, Kinocast und so weiter. E-Mail eric@kinocast.net, die Kate könnt ihr auch erreichen. kate@kinocast.net, kommt doch direkt bei der Kate an, also wird jetzt nicht von mir erstmal gelesen und dann gecheckt, ob ich das weiterleiten kann oder so, das kommt direkt zu ihr. Dann bin ich mal gespannt, was uns morgen in der Sneak Preview erwartet, da bin ich auf jeden Fall wieder mit dabei und dann denke ich mal, dann kommen wir so langsam wieder in unseren regelmäßigen Rhythmus rein. Ja. Bis auf Ende Juni, da weiß ich schon, da fahre ich mal am 25. Ne, fahre ich nach Berlin wegen beruflich und da werde ich also, können wir also nicht an dem 25. aufnehmen, das ist ein Sonntag und da kann ich auch am 26. nicht in das Sneak, aber naja, mal gucken. Kriegen wir schon alles irgendwie hin. Gucken wir mal. Ja. Genau. Vielen Dank fürs Mitmachen, Kate. Schöne Grüße an Chris, der wird das ja bestimmt hören. Muss ja checken, ob wir hier, der muss ja checken, ob wir hier Quatsch machen oder so oder ob es noch läuft. Aber genau. Ganz anständig, auch ohne ihn. Und für alle Chris-Fans, der ist auch bald wieder mit da. Aber der muss erstmal viele, viele, viele Schularbeiten korrigieren. Das sind ja jetzt gerade irgendwie diverse Prüfungen und so. Ihr wisst ja, wie das ist. Bis dann, nächste Woche. Tschüss. Macht's gut, tschüss. Und jetzt kommt der Trailer zum Film. Ich heiße Jeanne Claret. Ich bin Architektin. Haben Sie sich verlaufen? Das ist mein Kollege. Ein Becher Kräutertee, ein Zäpfchen und dann hopp an die Arbeit, verstanden? Und das sind meine super tolle Nachbarin Marcel und natürlich meine beiden Engel und der passende Vater dazu. Ich habe jemanden kennengelernt. Bis jetzt. Sie ist schwanger. Ich werde dir die Kinder vorstellen. Was? Wir nehmen uns einen Anwalt. Ich will das gemeinsame Sorgerecht, Jeanne. Pardon, ich verstehe nicht. Ich. Mein Vater hatte recht. Ohne Schwanz bist du gar nichts. Oh. Ah. Kuscheln! Nein, bleib draußen! Lass mich allein. Es ist gestern Morgen ganz plötzlich aufgetreten und außerdem tut es jetzt weh. Ich glaube, ich habe einen Penis. So ein Quatsch. Eine Katastrophe. Jetzt machen Sie mir aber Angst. Jetzt bloß keine Panik. Ich bin sehr zuversichtlich. Das ist ekelhaft. Ich will ihn loswerden. Nimm ihn doch ab. Ah, mach das weg! Eine Mutter mit Schwanz, das ist immerhin sehr peinlich. Bitte nicht so vulgär, Jeanne. Hm. Welche Frau würde nicht wissen wollen, wie sich das anfühlt? Ich verzichte. Stürz dich runter. Ich wette, du kannst fliegen. Sie steht jetzt auf, geben sich die Hand und sie werden zusammenarbeiten. Oh, pardon. So ein blödes Arschloch! Im Augenblick verhält sie sich ein bisschen seltsam. Ich weiß auch nicht, was sie hat. Ja! Verraten Sie mir Ihre Tricks bei den Frauen? Ich meine, wie kriegen Sie sie rum? Müssen die denn so enge Outfits tragen, Marcel? Was ist denn jetzt los? Ich dachte, du bist kein Mann. Jeanne, die ist super. Frauen kommen immer zurück. Sie haben keine Angst, verstehst du? Du
alles wird wieder gut. Sicher, Dr. Pache? Sie wirken äußerst ratlos auf mich. Ach was? Ganz und gar nicht. Ich komm gleich! Bin ich doch mal gespannt nach, ob das hier geklappt hat mit dem ersten Teil der Sendung. Ich konnte ja, sonst müssen wir den morgen nochmal aufnehmen. So versuchen, dass wir da einen Anschluss finden, nur den ersten Teil. Also wenn du zwischendurch mal ein Schnurren in der Leitung hörst, das war meine Katze, die kam mich besuchen.